Hallo YouTube, ich bin der Nubefar. Und ich bin der Star Citizen Proof. Hallo YouTuber, wieder Zeit für ein kleines, feines Review. Bevor wir anfangen, möchte ich sagen, dass Peter, der Besitzer von Pineapple Grips, fantastisch ist. In unseren Gesprächen hat sich gezeigt, dass das, was er macht, eine echte Leidenschaft für ihn ist und es war mir wichtig, das hervorzuheben. Herzlich willkommen zu einem Spotlight auf ein erschwingliches Custom Upgrade. Neben der Berichterstattung und dem Testen von Star Citizen mag ich Simulationen. Bewegungssimulationen, Fahrsimulationen und Flugsimulationen. Einfach alles davon und deshalb verfolge ich alle möglichen Dinge, die Spaß machen. Wenn du ein Langstrecken- oder Ausdauerrennen fährst, möchtest du, dass die Simulation so realistisch wie möglich ist. Wenn du ein dreistündiges Rennen fährst, gibt es keine Pause und dieses Produkt verbessert das ohnehin schon großartige Produkt noch einmal erheblich. Wenn du stärkere Force-Feedback-Einstellungen verwendest, musst du natürlich härter zupacken und in Kombination mit der längeren Renndauer wird die Ermüdung schließlich ein Faktor, an den man sich gewöhnt. Aber das muss nicht sein und es gibt Hilfe. Pineapple Grips ist ein Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, bei dem ich mir sicher bin, dass es aus Peter und seiner Leidenschaft für seine Kunst besteht. Angeboten werden maßgefertigte Griffe in verschiedenen Größen aus verschiedenen Materialien und mit einigen individuellen Optionen. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, dir dieses kurze Video anzusehen und wenn du jemanden kennst, der daran interessiert sein könnte, gib es bitte an ihn weiter, denn damit unterstützt du sowohl Peter als auch mich. Die meisten Formula-Style-Räder von Fanatec haben einen ähnlichen Griff. Ich habe für mein F1-Laufrad einen dickeren Griff bestellt, um den Komfort und die Haltbarkeit zu erhöhen und mir bei Langzeitrennen zu helfen. Dies ist kein gesponsertes Video, denn ich habe das Produkt einfach wirklich selber gekauft. In diesem Video geht es vor allem darum, die Community darüber zu informieren, was es alles so gibt. Und diesen Umbau vorzunehmen, musst du das Lenkrad wirklich komplett auseinandernehmen. Es sieht so aus, als gäbe es viele Möglichkeiten, das Lenkrad kaputt zu machen, aber wenn du deinen Platz vorbereitest und einrichtest, wird das kein Problem sein. Es ist wichtig, dass du dies tust, wenn du Zeit hast, ausgeruht bist und gute Laune hast. Sorge für eine gute Beleuchtung, koche dir einen Kaffee oder Tee. Und der letzte Punkt, nämlich die richtige Stimmung, hilft bei technischen Projekten immer. Du brauchst einige kleine Imbusschlüssel, einen kleinen Schraubenzieher und etwas, um die kleinen Teile während des Vorgangs zu halten. Du solltest die neuen Griffe visuell überprüfen, um sicherzustellen, dass sie perfekt sind. Sieh dir die Teile an, die mit den Griffen geliefert wurden und bedenke, dass einige dieser Teile die Teile ersetzen werden, die du ausbaust. Lege das Rad nach oben und entferne die beiden untersten Sechskantschrauben, um die kleine hintere Abdeckung freizulegen. Ziehe die Kabel des Schalthebels ab, je nachdem, ob du ein APM oder einen Standard-Schalthebel hast. Schraube beide Schaltmodule mit einem Imbusschlüssel vom Lenkrad ab. Entferne das Modul und das Kabel vollständig und achte darauf, die Kabel nicht zu zerren. Entferne die 6 verbleibenden Imbusschrauben an der Vorderseite. Entferne die restlichen 4 Schrauben von der Rückseite, aber spalte das Rad noch nicht auf. Wenn die Schrauben gelöst sind, entferne vorsichtig die originalen vorderen Griffe, aber achte auf die kleinen Kabel, die sie verdecken. Wenn das Rad nach unten zeigt, kannst du die hinteren Abdeckungen entfernen, wobei du wieder auf die empfindlichen Kabel achten musst. Es gibt 2 haptische Motoren, die mit einem Griff verbunden sind. Diese werden aus den Originalgriffen entfernt und in die neuen Griffe eingebaut. Baue sie in umgekehrter Reihenfolge mit den neuen Griffen wieder zusammen. Achte darauf, dass die Drähte nicht eingeklemmt werden und dass die Metallstifte verwendet werden, um die beiden Griffhälften zusammenzuhalten. Überdrehe die Imbusschrauben nicht und wenn du den Schalthebel wieder am Lenkrad befestigen willst, musst du eventuell an den Kabeln herumfummeln, um die Anschlüsse wieder an die richtigen Stecker zu bekommen. Befestige die kleine Abdeckung mit den beiden unteren Schrauben, sobald die Schalthebel eingesteckt sind. Nimm dir jetzt die Zeit, deine Arbeit mit einer kurzen Sichtprüfung zu würdigen und dann natürlich zu testen. Die aktualisierte Griffgröße und das Griffmaterial sind sehr schön. Peter hat auf seiner Website eine detaillierte Anleitung für den gleichen Prozess, die vielleicht einfacher zu verstehen ist als ein Video von mir. Ich habe mich für ein dezentes Schwarz entschieden, um den Bestandslook zu erhalten, aber deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Kombiniere optionale Materialien, um Teamfarben zu erzielen. Lass dir einen speziellen Text hinzufügen und schließlich möchte ich noch ein weiteres neues Produkt erwähnen, das Peter anbietet. Diese Lenkräder werden sehr schnell sehr teuer. So wie es konfiguriert ist, kostet es fast $1000, weil die Stahlmodule, die Knöpfe und jetzt auch die Ananasgriffe aufgerüstet wurden. Peter fertigt eine maßgeschneiderte Abdeckung für dein Custom-Lenkrad an. Auch wenn du mit deinen jetzigen Griffen zufrieden bist, solltest du in eine maßgeschneiderte Hülle investieren. Sie passen auf alle F1-Lenkräder und ich habe sie auch auf dem GT3-Lenkrad getestet. Sieht perfekt aus und sorgt für Ordnung, wenn es nicht benutzt wird. Und das war's. Kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und eure anhaltende Unterstützung. Ich schätze großartige Menschen wie Peter, die es auf sich nehmen, Produkte wie diese anzubieten, um unser Simulationserlebnis noch besser zu machen. Also dann, fahrt vorsichtig und wir sehen uns im nächsten Video. Der Nubifier aka Star Citizen Proof, over and out.
Das war das Video vom Nubifier. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt's mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt. Also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social-Media-Kanälen folgen und gerne der Discord-Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe. Bis gleich, der Proof.